Hallo und damit willkommen zurück zu einem kleinen Opening. Heute gibt es mal wieder Zenit der Könige und zwar diese wunderschöne Galazapdos Tinbox, die ich im Duo Flagship Store Berlin gekauft habe. Ja, jetzt ist es eine Weile schon her, aber ich dachte mir, jetzt werden wir die auch tatsächlich mal öffnen und mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Video zum Duo Flagship Store werden die meisten schon gesehen haben, ist ja auch eines meiner meist aufgerufenen Videos, aber falls noch nicht, hier ist das Ganze verlinkt. So, jetzt entfernen wir hier erstmal. Ich suche mir eine bessere Stelle. Am besten hier oben so das Siegel. So. Dann haben wir einmal das entfernt. Dann heben wir doch mal den Deckel ab. Und schauen uns das erste an, was uns hier erwartet, was natürlich selbstverständlich wie üblich bei einer Tindy Promo ist, in diesem Pappding. Jetzt gilt es natürlich ebenfalls wie immer, sie vorsichtig hier rauszubekommen. So, das dürfte ganz in Ordnung gewesen sein, auch wenn ich sie etwas verbogen habe. Aber ich denke, das passt schon. Und ja, die sieht doch schon mal ganz nett aus. Auch von hinten, ja, ich glaube, ich habe da nichts großartig beschädigt oder so. Also können wir das schon mal abhaken. Das ist schon mal eine ganz coole Promo, wie hier das Galazapdos dieses Dodri verfolgt. Und ja, Zenit der Könige, natürlich super Set, brauche ich glaube ich niemandem zu erzählen. Eines der besten Sets überhaupt, meiner Meinung nach. Definitiv das beste der Schwert- und Schild-Ära. Und wir können da unglaublich viele, unglaublich schöne Karten drin ziehen. Natürlich vor allem aus der Galar-Galerie, aber auch ansonsten. Und ja, wie bei einer Tinbox üblich, haben wir jetzt hier natürlich noch eine Codekarte. Und die Hauptattraktionen sind diese vier Packs hier. Und ja. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zenit der Könige natürlich nur ein Pack Artwork. Und ich fange mal mit dem ersten hier an. Räume das vielleicht noch ein bisschen aus dem Sichtfeld. Das wirkt doch etwas unprofessionell. So. Erstes Zenit der Könige Pack. Natürlich mit der goldenen Folie hier hinten. Beim ersten Opening von Zenit der Könige, was eine ETB war, hatten wir schon ziemliches Glück. Und ja, mal schauen, ob das jetzt hier immer noch der Fall ist. Genau, ich kann das auch einfach so aufmachen. Tags habe ich genug, gibt ja eh nur ein Tag Art. So, 1, 2, 3, 4. Wir haben hier eine Wasserenergie, gefolgt von diesem Hyperball. Ein Schmetterhammer, sehr spielstarke Karte. Ein Luxio. Ein Iguana, ein süßes Volley, Shinux, passend zum Luxio, sehr schönes Artwork mit den Sternschauer im Hintergrund oder Kometenschauer, ein Pampam, passend zum Plüschi, das wir ja auch im, oder das ich ja auch im Duo Flagship Store gekauft habe, ist ja auch Pampam, ein Schnäppke, oh sehr schön, da haben wir eine Atria als Reverse, also aus der Galar-Galerie, dieses Bidifas, das ist schon mal ein schöner Hit. Und dahinter noch ein Kokowai. Und ja, erstes Pack, erste Galar-Galerie. So darf es gerne starten. So machen wir dann auch gerne weiter. Das ist auf jeden Fall ein nettes Artwork. Etwas Durfy. Der Kopf von Bidifas sieht auch etwas interessant aus. Das sieht aus, als würde ein Stück fehlen irgendwie, keine Ahnung. Aber naja, das passt schon. Dann zweites Pack. Lassen sich jetzt auch, ich habe ja als letztes asiatische, also sprich vereinfacht chinesische Packs geöffnet. Ich merke wieder, dass die hier deutlich einfacher zu öffnen sind, weil da halt einfach 10 Karten drin sind und nicht nur 5 bzw. 6. Kommt ja ein bisschen aufs Pack drauf an. Eins, zwei, drei, vier. So. Wir haben hier eine Metallenergie, ein Sonfel, ein Rockheimer, das ist ein cooles Artwork, ein Luxio nochmal, immer noch cute, ein Trank, Stolunio, das ein altes Eisenrad frisst, oder ein ziemlich verrostetes Eisenrad, ein Krebschor, eine Energiesuche, sorry, die nächste Galar-Galerie, das ist ja auch eine schöne Hit, sorry, dass ich den vorweggenommen habe, und das ist Kurelei. Schön lila hier einmal. Schön, wie es hier schimmert. Zweites Pack, zweite Galar-Galerie. Das ist eine Hitrate, mit der ich sehr gut leben kann. Und dahinter haben wir noch ein Pandagro.
Okay, wieder keine Holo. Aber ich nehme gerne jedes Pack eine Galar-Galerie und dann gar keine Holo. Ist mir lieber als andersrum. Also direkt nochmal eine Galar-Galerie. Sehr cool. Ist auf jeden Fall ein super Subset. Oder auch Trainer-Galerie bei den Sets zuvor. Ist ja auch sehr cool. Deswegen mache ich jetzt Strahlende Sterne zum Beispiel auch gerne. Irgendwann wird da vermutlich auch noch ein Opening zu kommen. Ein paar Booster habe ich ja noch übrig. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter mit dem dritten Pack. Also, mein Lieblings. Ich würde sogar sagen, Artwork-mäßig ist meine Lieblingskarte aus Zenith der Könige tatsächlich das Absol aus der Galar-Galerie. Also, wenn wir das ziehen würden, wäre schon sehr cool. Ich glaube, generell am populärsten sind ja die Giratina und Dialga und Palkia in der Urform, in der Gold-Version. Aber ja, mein persönliches Highlight wäre, glaube ich, tatsächlich Absol, was ja auch zu den Karten gehört, die damals geleakt wurden, die deutschen, aus der Fabrik direkt. Ein V-Star-Marker haben wir hier. Ein Zaplalek, einmal die Buddelbrüder, ein Girafarik, ein Galarmauzi, ein Energiezugewinn, schönes Artwork übrigens. Einmal das süße Shinox wieder, ein Ignivor, eine Reverse-Energie, oh sorry, Gladiantri, einmal eine Reverse-Metall-Energie, okay, auch ganz cool. Da seht ihr jetzt das Smartphone, mit dem ich aufnehme. Und nochmal ein Taurus, okay, wieder keine Holo, aber gut. Reverse Energie ist auf jeden Fall auch cool. Gerade Metall, ich finde zu einer Metallenergie passt dieses Glänzen auch nochmal besonders schön. Da ist so ein silbernes Glänzen passt halt einfach schön, ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack für heute. Wird mal ein kürzeres Opening, aber es macht ja nichts. Noch einmal Zenith der Könige. Dann haben wir hier einmal eine Feuerenergie zum Start, einen Cesureo, oder wenn man es nach dem Vorbild ausspricht, wäre es ja eigentlich Kaisurio, aber naja, es wird glaube ich Cesureo das Pokémon ausgesprochen, übrigens ein cooles Artwork. Ein Georock, okay, ein Pokémon-Fänger, ein Yanma, ein Gladiantri passend zum Cesureo, ein Zirpurzel, nochmal das Shinox, ein Galar-Pantymos. Sehr schön. Oh, das ist. Oh, dieses Dianzi ist wirklich eine sehr schöne Karte auch. Eine der schönsten Galar-Galerie-Karten auf jeden Fall. Auch nochmal ein schöner Galar-Galerie-Hit. Und das ist der Grund, warum Zenith der Könige so ein cooles Set ist. Genau deswegen lieben die Leute Zenith der Könige, weil du so viele schöne Hits auch auf dem Reverse-Slot haben kannst, wie halt dieses Dianzi. Und danach nochmal wieder keine Holo, aber ein Luxtra, um endlich mal die Entwicklungsreihe von Shinox zu vervollständigen. Auch ein schönes Artwork hier. Und ja, Zenith der Könige, weiterhin ein cooles Set. Und ich habe weiterhin Glück beim Öffnen. Es spricht halt einfach für sich. Guck mal, wir haben vier Booster geöffnet. Und was ist in den vier Boostern drin? Vier Galar-Galerie-Karten. Also, okay, das ist, nein, Entschuldigung, drei Galar-Galerie-Karten plus die Promo. Also vier Full-Art sozusagen Hits. Also halt Artworks auf der ganzen Karte. Full-Art sind sie jetzt nicht wirklich. Aber vier schöne Artworks aus vier Packs, aus einer einzigen Tin. Und ja, Zenith der Könige, wie gesagt, definitiv für mich eines der besten Sets überhaupt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Opening, wie auch immer ihr es bevorzugt. Und bis dann, euch noch einen schönen Tag.